Der Juli steht vor der Tür und damit wieder lauter Änderungen. Hier kommt all das, was sich im Juli ändert, verbreitet die Kunde. Kommen wir zunächst zu den Änderungen bei Gesetzen und Wirtschaft. Am Anfang gibt es eine Neuerung, auf die ziemlich viele gespannt sein dürften. Denn ab dem 1. Juli sind die Cannabis Social Clubs erlaubt. In den Anbauvereinigungen kann dann gemeinsam Cannabis angebaut werden. Und das dürfen Clubs dann an ihre maximal 500 Mitglieder abgeben. So zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht das aber ein bisschen anders aus. Denn was den Start dieser Clubs angeht, ist doch noch ziemlich vieles ungeregelt. Und denn die Bürokratie bremst hier so ein bisschen. Jana Halbreiter vom Verband Cannabis Anbauvereinigung Deutschland kritisiert, dass es hier noch gar keine Planungssicherheit gäbe. Zum Beispiel sei häufig nicht klar, welche Behörde dafür zuständig sei, zudem sei ihr noch kein Club bekannt, der schon Gewächshäuser gebaut habe. Es wird dann wohl auch realistischerweise zum 1. Juli noch nichts, wir dürfen aber gespannt sein. Ab Juli bleiben die Deckel an der Flasche. Und diese Lass-mich-dran-Verschlüsse sehen wir ja bei vielen Firmen zur Begeisterung alle ja schon seit einiger Zeit. Ich habe Wasser ausgekippt. Oh mein Gott, ich hab's doch nicht, weil's leer ist. Oh mein Gott. Und ab nächsten Monat wird das bei Einweg-PET-Flaschen dann verpflichtend. Die Änderung beruht auf einer EU-Richtlinie und soll ja sinnvollerweise dafür sorgen, dass diese Deckel nicht einfach in der Pampa landen. Denn Strandmüllzählungen hätten ergeben, dass 85% des am Strand gefundenen Mülls aus Plastik ist und davon eben viele dieser Deckel. Und die EU hofft durch diese neue Regelung eben auf mehr Recycling. Wie findest du diese Regelung? Sinnvoller Beitrag zum Umweltschutz oder eher nervig? Auch im Medizinsektor tut sich einiges. Und das betrifft vor allen Dingen die Früherkennung von Lungenkrebs. Ab Juli ist dann nämlich die Niedrigdosis-Computertomographie für die Früherkennung dieser tückischen Krankheit erlaubt. Computertomographie hast du schon mal unter dem Namen CT gehört. Grob gesagt werden da Bilder von deinem Inneren gemacht. Erlaubt ist das Ganze dann für starke Raucher zwischen 50 und 75 Jahren. Und die Technik war früher bei Menschen ohne Krankheitssymptom oder Krankheitsverdacht nicht zugelassen. Grund ist die hohe Strahlenbelastung. Aber bei neueren Geräten überwiegt mittlerweile der Nutzen die Risiken. Und wir bleiben in der Medizin, es gibt auch eine Ausweitung der Brustkrebsfrüherkennung. Bisher war das Ganze für Frauen zwischen 50 bis 69 Jahren kostenlos. Künftig sollen aber auch Frauen über 70 diese kostenlose Früherkennung in Anspruch nehmen dürfen. Und ich finde irgendwie krass, dass das nicht kostenlos war. Denn ab dem 1.7. wird die Obergrenze von 69 auf 75 Jahre erhöht. Von mir aus könnte man das aber auch bis ins Ultimo erhöhen, wenn da Medizin nichts dagegen spricht. Teilt das Ganze also mit eurer Oma, Großtante, eurer Mutter oder Person, die das sonst noch betreffen kann und regt sie mal an, zur Vorsorge zu gehen. Im Gespräch ist aber auch die untere Altersgrenze von 50 zu senken. Heizen mit Gas im Juli wird teurer, denn die Gasspeicherumlage wird dann auf 2,50 Euro erhöht. Vorher lag die bei 1,86 Euro pro Megawattstunde. Und die Umlage war 2022 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingesetzt worden. Die Umlage soll die Kosten der Gasbetreiber abdecken, die ja ihre Speicher füllen müssen. Wichtige Nachricht nun für alle Autofahrer. Denn ab Juli brauchen viele Autos zahlreiche Assistenzsysteme. Alter, das ist ein schwieriges Wort für mich. Diese Systeme sollen für mehr Sicherheit sorgen. Denn laut einer EU-Statistik ist der Grund für 95% aller Verkehrsunfälle, auch wenn wir es nicht glauben mag, menschliches Versagen. Überraschung. Und durch die neuen Fahrassistenzsysteme sollen in den nächsten 14 Jahren 25.000 Menschenleben gerettet werden. Passieren soll das Ganze beispielsweise durch ein Tempomat, Notbremsassistenzsysteme und einen Müdigkeitswarner. Auch eine Vorrichtung zum Einbau einer alkoholbedingten Wegfahrsperre und eine Blackbox sollen im Auto sein. Tja, dann stellt sich doch die Frage, wer dann noch wen fährt. Die Blackbox zeichnet dann vor und nach dem Unfall etwas auf. Und dadurch bekommt man mehr Infos über den Unfallhergang. Dein Auto kann also ein wichtiger Zeuge für dich sein oder aber ein wichtiger Zeuge für den Gegner. Grund für das Ganze ist wie so oft eine EU-Verordnung. Und es gibt auch eine weitere wichtige Nachricht für Autofahrer, denn ab Juli wird die Mautpflicht ausgeweitet. Maut nennt man Geldbetrag, den man zahlen muss, um eine bestimmte Brücke oder einen Tunnel zu nutzen oder eine Autobahn. Der Begriff kommt aus dem Gotischen und bedeutet so viel wie Wegegeld. Also wie diese Leute, die dir früher auflauerten und sagten, wenn du vorbei willst, gib mir all dein Gold. Die Abgabe soll jedenfalls auch so ein bisschen dazu führen, einmal die Dinge in Ordnung zu halten, aber natürlich auch, dass mehr Leute auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Das Ganze soll aber auch für mehr Klimaschutz im Güterverkehr sorgen. Und das nächste solltest du unbedingt deinen Großeltern schicken. Denn ab Juli profitieren zahlreiche Rentner von einer Rentenerhöhung. Die Rente steigt dann nämlich auf knackige 4,57%. Und damit
damit liegt die Erhöhung auch mal über der Inflationsrate. Aber noch jemand bekommt mehr Geld. Wer könnte das sein? Hallo, ich mag Moneten. Nun ja, ausnahmsweise mal die Politiker im Bundestag. Denn die Diäten werden mal wieder erhöht. Das Wort Diäten stammt übrigens vom lateinischen dies, der Tag. Und eine Diät war nämlich früher ein Sitzungsgeld, was man pro Tag bekommen hat. Heute bekommt man das aber im Monat, heißt aber trotzdem noch Diät. Und konkret bekommen die Abgeordneten dann 11.227,20 €. Augen auf bei der Berufswahl. Gute Nachricht für alle, die relativ viele Schulden haben. Denn die Pfändungsfreigrenze steigt. Sie liegt dann bei mittlerweile 1.491,50 €. Dadurch soll eben sichergestellt werden, dass berufstätige Arbeitnehmer noch genug für ihren Alltag haben, damit sie das Nötigste bezahlen können, wie Miete, Essen oder Strom. Das Ganze dient also der Existenzsicherung. Und jetzt müsst ihr alle nochmal ganz stark sein. Denn Ende Juli schließt das französische Luxuskaufhaus in Berlin die Galerie Lafayette. No, God! Wo ihr alle ständig einkaufen wart. Tja, und dann gibt es in Deutschland keinen Standort mehr. Übrigens, als ich das letzte Mal in Paris war, gab es dort ein eigenes Lafayette nur für Chinesen. Deutschland schließt, China haben ihren eigenen in Paris, da weiß man, wo die Reise hingeht. Und damit zur Medien- und Technikwelt. Und es steht ein großer Tag für alle Apple-Jünger bevor. Denn am Freitag, den 12. Juli, gibt es die Apple Vision Pro in Deutschland zu kaufen. Für knapp 4.000 € kannst du dann der Realität entfliehen und dort in der Galerie Lafayette einkaufen. Achtung bei Google Business Profilen. Bisher konnte man damit seinen Kunden chatten. Diese Chat-Funktion gibt es ab dem 31. Juli aber komplett nicht mehr. Die Chats kannst du aber bis zum 30. August noch sichern. Achtung zudem, wenn ihr einen Sony-Fernseher habt und Netflix gucken wollt. Denn ein paar ältere Sony Smart TVs werden dann nicht mehr unterstützt. Dies gilt für folgende Seriennummern. Im Kino erwarten uns im Juli Ich einfach unverbesserlich. Nein, ich weiß, was ihr denkt. Nicht ich, sondern Ich einfach unverbesserlich 4. Zudem kommt der Katastrophenfilm Twisters. Und ich kenne noch den ersten Teil Twister und das ist, glaube ich, schon so 25 Jahre her. Wie gruselig. Und noch etwas kommt zurück. Beverly Hills Cop. Können wir mal bitte die Musik einblenden? Einfach nur legendär. Ein absolutes Highlight wird jedoch sicherlich der Film Deadpool und Wolverine sein. Oder Deadpool 3. Und wenn die gegeneinander kämpfen, dauert das bestimmt 3 Jahre, bis der Film mal vorbei ist. Denn erst dann dürfte jemand so ansatzweise tot sein. Aber wem das alles zu drastisch ist, der kann sich die Romantikkomödie Fly Me to the Moon ansehen. Na, wer hat's gesungen? Bei den Games erwarten uns das sehr interessante Spielekonzept Nobody Wants to Die, was so eine Art umgekehrtes Minority Report ist. Jedenfalls ist man so eine Art Detektiv und versucht mithilfe der Zeit, die man zurückdreht, einen Mord aufzuklären. Gute Nachrichten auch für alle Frostpunk-Fans. Denn der zweite Teil steht ganz passend zum Sommer in den Startlöchern. Viele werden dann aber auch schon den Looter-Shooter First Descended spielen. Und zu guter Letzt ein weiteres sehr interessantes Spielkonzept, das Game Once Human. Was so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Fallout und einem H.P. Lovecraft-Buch. Kommen wir zu den sonstigen wichtigen Terminen. In 11 der 16 Bundesländer beginnen für Schüler die Sommerferien. Also in NRW, Bayern, Hamburg, Baden-Dingsbums, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und die EM ist nicht das einzige Sportereignis in diesem Sommer. Denn vom 26. Juli bis 11. August finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Apropos WM, da ist am 14. Juli das Finale in Berlin mit hoffentlich deutscher Beteiligung. Und am 1. Juli beginnt Wimbledon. Und wir bleiben noch kurz in Großbritannien, da ist Wimbledon, denn am 4. Juli finden dort die Wahlen zum britischen Unterhaus statt. Was sehr interessant ist, denn am 4. Juli ist auch der amerikanische Unabhängigkeitstag, wo die Unabhängigkeit von Großbritannien gefeiert wird. Und ich wage zu bezweifeln, dass es sich bei all dem nur um einen Zufall handeln sollte. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr hier nicht zufällig seid, sondern ganz bewusste Konsumenten dieses Formats werdet und auch im nächsten Monat wieder einschaltet. Schaut wieder rein und denkt immer dran, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann, ciao.